Guten Abend allerseits, willkommen zurück beim Modul 426 Software mit agilen Methoden entwickeln. Und heute wollen wir mal eine neue agile Methode ausprobieren, das sogenannte Drink First Programming. Das ist eine Methode, die wir im Modulverlauf nicht angeschaut haben. Das hat verschiedene Gründe, aber ich möchte Ihnen diese Herangehensweise nicht vorenthalten. Vielleicht wird sie noch einmal relevant in Ihrer weiteren Karriere. Wir haben ja von Unit-Testing geredet, Test-Driven Development, Test-First-Programming. Das war jetzt nicht der Fokus von diesem Modul, aber das ist eine gängige technische Praxis, die auch im Buch Clean Agile behandelt wird und eigentlich so eine Stütze ist von dieser agilen Softwareentwicklung. Heute wollen wir mal was anderes ausprobieren, eben das Drink-First-Programming. Und es gibt ja beim Test-First-Programming dieses Missverständnis, dass man dort zuerst alle Tests schreiben würde und erst nachher Produktivcode geschrieben wird. Und deswegen wird das abgelehnt. Aber die Sache ist so, dass man nicht zuerst alle Tests schreibt, sondern zuerst einen Teil eines Tests und dann ein bisschen Produktivcode, dann wieder ein bisschen Testcode, wieder ein bisschen Produktivcode. Und dieses Missverständnis könnte eben auch die Sicht auf das Drink-First-Programming ein bisschen negativ überschatten. Man denkt vielleicht, ja, man betrinkt sich einfach zuerst und versucht dann noch zu programmieren. So ist es aber nicht. Der professionelle Drink-First-Programmer gönnt sich zuerst einen Schluck, programmiert dann ein bisschen, nimmt wieder einen Schluck, programmiert dann ein bisschen weiter. Und das ergibt dann ganz andere Ergebnisse, behaupte ich jetzt mal. Und diese These, die wollen wir heute Abend prüfen. Man könnte vielleicht das Ganze auch Drink-Driven Development nennen, damit es ein bisschen klarer wird, also wie Test-Driven Development und nicht Test-First Programming. Aber DDD, diese Abkürzung, wird schon gebraucht als Domain-Driven Design und darum ist die schon vergeben. Wir können vielleicht versuchen, das neu zu etablieren, eben als Drink-Driven Development. Vielleicht schaffen wir es. Aber zuerst wollen wir mal diese Methodik ein bisschen entwickeln und überprüfen. Sie haben es schon gesehen, ich habe hier Werbung eingeblendet, Luzerner Bier Ligère. Und das hat einen besonderen Grund. Ich möchte eben dieses Wissenschaftsexperiment heute gleich mit einem Produkttest kombinieren, weil dort hat der Braumeister, der Luzerner Bier, hat an der letztjährigen GV behauptet, dieses Bier eigne sich hier besonders zum Arbeiten und Autofahren. Und ich möchte seine These auch gleich überprüfen. Also Grüße gehen raus an Patrick Schäfer, den Braumeister der Luzerner Bier. Und dieses Bier ist seine Kreation, ist hier eingeblendet. Und das soll heute bei diesem wissenschaftlichen Experiment auch mitgetestet werden. Die ganze Methodik, ich erkläre sie nicht. Ich habe hier dieses Repository, Patrick Bucher, Drink First Programming. Sie können das alles in Ruhe nachlesen. Einfach ein paar Constraints hier. Ich zeichne das als Video auf. Ich rede auf Hochdeutsch, damit eben das die ganze deutschsprachige Welt nachvollziehen kann. Aber auch, damit YouTube dann Untertitel generieren kann. Und wenn ich das im nüchternen Zustand mache, ist YouTube recht stark darin, meine Äußerungen zu untertiteln. Ich bin dann gespannt, wie es aussieht nach ein paar Bier. Also darum Hochdeutsch. Weiter Hilfsmittel. Ich verwende keine IDE, wirklich nur einen Texteditor, Vim in meinem Fall. Also ganz einfach. Soll wirklich auch meine Skills ein bisschen prüfen, wie flüssig ich das machen kann. Und es geht nicht darum, irgendwie dann auch die Schuld auf irgendwelche nicht funktionierende Tools zu schieben. Weil es wirklich, wenn es scheitert, war das mein Geisteszustand, der als Begründung herhalten muss. Mein selber beigeführter Geisteszustand nach ein paar Getränken. Oder Bier, besser gesagt. Wie gesagt, Ligère hat 2,9% Alkohol. Also ich spiele heute auf dem Easy Mode. Wir können das gerne noch einmal mit dem Original nachholen oder auch mit Wein oder stärkeren Mitteln. Aber heute eben mal zum Einstieg dieses Leichtbier. Das eben zum Autofahren und Arbeiten gut geeignet sein soll. Was haben wir noch?
Ich halte an den Code hier fest, damit man sich nachher darüber lustig machen kann. Es ist auch so, dass ich vielleicht das Experiment heute abbrechen muss, weil ich nicht weiterkomme und es dann bei anderer Gelegenheit weiterführen muss. Übrigens, Ernest Hemingway hat mal gesagt, man solle schreiben, wenn man betrunken ist und editieren, wenn man nüchtern ist. Vielleicht mache ich dann im nüchternen Zustand ein Code-Review und mache mich dann darüber lustig, woran ich gescheitert bin heute Abend. Dann die Programmieraufgabe. Ich nehme eine Aufgabe, die ich schon mal gelöst habe, aber in einer Programmiersprache, wo ich diese Aufgabe noch nie gelöst habe. Das heißt, es ist eine Transferaufgabe. Es ist nicht ganz einfach, aber sollte auch nicht extrem schwierig werden. Das heißt, ich sollte eigentlich im nüchternen Zustand nicht daran scheitern. Die Frage soll eben sein, ob ich dann mit zunehmendem Pegel Schwierigkeiten bekomme. Ja, und was Sie damit machen mit diesen Ergebnissen, ist Ihnen überlassen. Es geht nicht darum, Ihnen das Trinken am Arbeitsplatz schmackhaft zu machen. Sie sollen einfach mal die Effekte auf mich sehen. Sie kennen mich ja bereits, wie ich so ungefähr bin. Und Sie sehen dann, was eben Alkohol für eine Auswirkung auf mich hat. Weil im Schulzimmer, da bin ich ganz ehrlich, ich war bisher noch nie betrunken im Schulzimmer. Also wirklich nicht. Vielleicht hatte ich mal vom Vorabend ein bisschen Restalkohol, aber das sollte dann nach der ersten Lektion auch verpufft sein. Sie haben mich ja als professionellen, verantwortungsbewussten Pädagogen kennengelernt in diesem Modul 426. Semesterende, fertig mit Professionalität. Wir probieren edgy, agile Methoden aus. Drink First Programming. Das ist mal der Einstieg. Jetzt, ich gehe gleich mal auf die Aufgabenstellung ein. Ich habe es hier schon nummeriert, Session 01. Also ich plane hier höchstens 99 Sessions, wobei ich hätte es 00 benennen sollen. Aber egal, Dijkstra lädt nicht mehr. Gehen wir hier rein und ich eröffne Ihnen gleich mal die Aufgabe. Und wenn ich die gelesen habe, wird dann das Bier eingeschenkt. Aufgabenstellung. Die habe ich mir selber gegeben, also wir können das vielleicht mal anders machen, dass Sie mir eine Aufgabe geben. Heute habe ich mir das selber auferlegt. Implementiere das Spiel 4 gewinnt für 2 menschliche Spieler als Kommandozeilenanwendung in Rust. Die Spiellogik soll als Library umgesetzt und mit Hilfe von Unit-Tests geprüft werden. Also auch Test-Driven Development ein bisschen. Der interaktive Teil kann manuell getestet werden. Das Spiel soll auf einem Gitter von 7 Breite mal 6 Höhe gespielt werden können. Der Spieler, der zuerst 4 seiner Steine, X und O, in eine ununterbrochene horizontale, vertikale oder diagonale Reihe bringen kann, gewinnt das Spiel. Ist das Gitter komplett gefüllt, ohne dass eine der Siegbedingungen eingetreten ist, wird das Spiel als unentschieden gewertet. Also, Sie kennen das Spiel, 4 gewinnt, vielleicht haben Sie es schon selber programmiert, vielleicht nicht in Rust, aber ein bisschen schwierig muss es ja sein. Die Aufgabe ist recht umfassend, also ich glaube nicht, dass ich da in einer Stunde durch bin damit. Vielleicht breche ich dann ab, aber der Wissenschaft ist dann auf jeden Fall schon gedient. Ich werde dann dieses Protokoll hier führen. Startzeit wird dann ungefähr 19.30 Uhr sein. Also ich habe heute ein bisschen was gearbeitet. Ich trinke ja nicht schon am Morgen natürlich, sondern erst am Feierabend. Daher ist meine Performance vielleicht schon ein bisschen beeinträchtigt. Die Getränke werde ich dann hier dokumentieren und auch Ereignisse, Erlebnisse, Geisteszustände und so weiter, alles was bemerkenswert ist. So, das wäre jetzt mal die grobe Versuchsanordnung. Weiter habe ich mich mit einem Bierglas ausgerüstet, das dann nicht permanent nachgeschenkt werden muss. Ich trinke Bier in der Regel aus Gläsern, weil man dann einfach mehr davon hat. Bin da ein Vertreter des gepflegten Biergenusses. Dieses Sixpack, das ist schon mal leer. Der Inhalt davon befindet sich in der Kühlbox neben meinem Schreibtisch. Die steht nicht immer da, aber heute ist es mal, ja, machen wir eine Ausnahme mit einer Kühlbox voller Bier programmieren. Ich öffne diese und entnehme ihr das erste Bier. Da hätten wir es, wunderbar gekühlt. Ich öffne es mit dem Flaschenöffner der STER, das ist die Studentenorganisation der Hochschule Luzern Informatik. Auch Grüße an die gehen raus. Die haben uns da so einen Flaschenöffner geschenkt zum Studiumabschluss. So. Also jetzt gemütlich einschenken, so viel Zeit muss sein.
hoffe, dass da nicht meinen Laptop vollsaue, wobei ich sehe es ja trotzdem nicht. So, ein leichtes. Wir können das dann überspringen nachher, aber jetzt zwei leichte. Sind das 3 Dezi oder 3,3 Dezi? Das wäre noch wichtig, weil ich will die Maß schon füllen. 3,3 Dezi, perfekt. Dann haben wir 0,99 Liter Bier dann am Schluss. Aber so viel Toleranz muss sein. Mache ich halt noch eine Schaumkrone, damit es nicht so ganz leer aussieht. Ups. So, andere schauen Fußball. Ich programmiere und trinke das Bier hier. Der Brauerei ist eigentlich egal, Hauptsache es wird getrunken. So, sieht man das da? Ja, wunderbar. So, da hätten wir die Maß voll. Und man soll ja in Maßen trinken oder ausmaßen, wie auch immer. So, dann wäre ich jetzt bereit. Ich gönne mir mal einen kleinen Schluck, also Drink First Programming, zum Wohl. Ich werde dann das Video mal pausieren und fange dann gleich mit der Arbeit an. Bis gleich.